Steffi Graf und André Agassi, Match bei Big Leapal Event. Eigentlich hat sich Tennis-Ikone Steffi Graf, 53, am vergangenen Sonntag, 2. April, in Hollywood eingefunden. Um ihren Ehemann André Agassi, 52, von der Tribüne aus beim Big Leapal Slam anzufeuern. Bei dem mit einer Million US-Dollar dotierten Showturnier trat er gemeinsam mit Andy Roddick, 40, gegen seinen ewigen Rivalen John McEnroe, 64, sowie Michael Chang, 51, im Doppel an. Besagter Scherzkeks und Kult-Kolerika McEnroe hatte jedoch eine zündende Idee. Als er Graf am Rande des Spielfelds erspähte, und so kam es kurzzeitig zum Ehepartner-Duell zwischen Graf und Agassi. Aufnahmen der launigen Veranstaltung zeigen, wie McEnroe Graf während eines Interviews seinen Schläger in die Hand drückt und sie auffordert, für ihn einzuspringen. Ich werde mir selbst wehtun, wirst du dich dann um mich kümmern? Scherzt die 22-fache Grand Slam-Siegerin in Richtung McEnroe. Sehr zur Freude des Publikums und der Kommentatoren beweist sie daraufhin aber ihre Spontanität und nimmt tatsächlich für einige Ballwechsel den vakanten Platz neben Chang ein. Am Ende konnte das Doppel Agassi-Roddick über die Herausforderer McEnroe-Chang triumphieren und das Preisgeld einstreichen. Bei Big Leapal handelt es sich um eine Kleinfeldsportart, die Elemente von Tennis, Tischtennis und Badminton miteinander verbindet. Erfunden wurde Big Leapal schon vor rund 60 Jahren in den USA. Seit einigen Jahren erfreut es sich zunehmender Beliebtheit und reifte zur Trendsportart, auch in Deutschland. Seit knapp 10 Jahren ist Big Leapal hierzulande ein anerkannter Sport. 2019 fanden die ersten deutschen Big Leapal-Meisterschaften statt. Wer sich selbst ein Bild davon machen will, wird schon in wenigen Tagen die Gelegenheit dazu bekommen. Vom 14. bis 16. April findet in Gelsenkirchen die 4. Ausgabe des Turniers statt, wie es auf der Homepage des deutschen Big Leapal-Bund e.V. heißt. Dann allerdings wohl ohne Steffi Graf und André Agassi auf dem Spielfeld.